Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit der Hexe unterwegs und wir haben folgendes Setup dabei. Ich habe Gebietszwang dabei, triff deine Wahl. Barbecue und Chili und zu guter Letzt Pop Goes the Weasel. Und, oh, da geht jemand in den Keller rein. Interessant. Tja, wofür haben wir Gebietszwang dabei, oder? Warte mal. Machen so ein bisschen anders. Ich leg mal hier schon mal eine Falle hin. Hab übrigens böse Addons dabei. Hallo Nia. Komm, 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 hoch mit mir. Und zwar kann ich mich zu jeder Falle teleportieren, was jetzt gerade nicht ganz so gut geklappt hat, offensichtlich. Zumindest nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, und die Leute können auch nicht sehen, wenn sie eine Falle auslösen. Was auch schon mal ziemlich geil ist. Also, Nia, wo rennst du lang? So, Dankeschön. Person 1 haben wir aufgesammelt. Noch nicht. Hallo? Boah, hier sind ja alle. Okay, das ist geil. Ey, kriegen wir noch mal ein paar Hits drauf. Na, da ist der Dwighty Boy. Dann kriegt der noch mal einen Schlag ab. So, scheinen Premates zu sein. Ach, guck mal, hier ist ja noch jemand. Alter Schwede. Was gönnt ihr euch denn hier alle? So, sie bekommen jetzt einen Hit. Oh, und sie zieht sogar noch die Palette. Das war ein bisschen wasted. So, ich mach das mal eben kaputt. Und dann sammle ich sie auf. Wie gesagt, ich will Leute in den Keller bringen. Also gehen wir auch wieder Richtung Keller. Dann legen wir natürlich. Ja, lege ich eine Falle? Ich habe extra triff deine Wahl dabei, damit ich schnell wieder jemanden umklatschen kann. Aber jetzt sind die ja irgendwie direkt immer alle hier. Und es sind wahrscheinlich auch Premates. Dementsprechend, pass auf, wir packen mal hier in die Ecke ein. Eine Falle hin. Und jetzt muss ich einmal kurz aufpassen. Ah, hallo. Naja, gut. Dann hat sich da direkt die nächste Person angeboten. So, wir legen hier nochmal eine Falle hin. Sie bekommt halt nicht mit, wenn sie ausgelöst wird. Ist auf jeden Fall schön. Die rennt hier lang. Hallo! Was für Sackgasse. Tut mir leid. Oh, warte, ich könnte da jetzt gleich rübergehen. Ach, scheiße, ja, der hat die Falle ausgelöst. Okay, triff deine Wahl, wurde aber getriggert. Immerhin. Ah, Mist, der hat sie ausgelöst. Ah, ich wollte jetzt auch nicht direkt rübergehen. Obwohl, warum eigentlich nicht, ne? Hätte ich eigentlich durchmachen können. Ist die Person hier rein? Ja. Gut. Dann komm du mal in den Keller. Oh, da kommt jemand angerannt. Sekunde mal. Leg dich mal kurz hier hin. Ist das die Person, die ich umklatschen kann? Ja. Und da vorne war die andere Person. Pass auf. Dich sammeln wir auf. Du kommst in den Keller. Ich hab dich gesehen, Dwight, aber ich bin nett zu euch. Ich lasse euch noch ein bisschen spielen. Ihr habt erst zwei Gens gemacht. Die Runde wird sonst einfach viel zu einfach für uns. Also wir hätten jetzt an dieser Stelle hätte ich die Runde beenden können. Okay, zweite Person im Keller. Müssen halt noch eine weitere Person in den Keller packen. So, pass auf, diesmal lege ich die Falle hier hin. Wie gesagt, ich hätte gern, das trifft deine Wahl halt rein triggert. Und wir dann. Okay. Er hat sich gerade selber befreit. Dann kann ich ihn ja auch wieder aufhängen. Dann ist der. Hab ein bisschen Sorge, dass die Taschenlampe hier ist. Dann ist der halt wieder im Keller. Gut. Befreiung. Hat nicht wirklich was gebracht. Tut mir leid für dich. Wir packen dann die Falle wieder hier hin. Hat ja gerade ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich möchte eigentlich, dass die halt nicht ausgelöst wird.
sondern dass die Leute dann runterrennen, trifft deine Wahl triggern. Ah, schau mal. Hallo? Sonja am Start. Ist natürlich abgehauen. Man kennt's. Da kommt der Dwighty Boy. So, jetzt warten wir kurz, bis da wieder gerettet wurde. Triff deine Wahl, bereites. Ja, moin! Dich lasse ich nochmal laufen, mein Freund, oder? Lass ich dich nochmal laufen? Oh, lass ich dich nochmal laufen? Lass ich dich nochmal. Ja, komm. Wir wollen mal nicht so sein. So, triff deine Wahl. Ab an den Haken mit dir. Ah, ist schon lustig, ne? So, pass auf, jetzt legen wir hier. Ich leg die wieder hier hin. So, sagst du, da vorne arbeitet jemand? Hallo, arbeitet hier jemand, Dwight? Schade. Ah, okay. Er hat aufgepasst. Dann wollen wir mal hier direkt wieder gegenschlagen. Wozu hat man Pop Goes the Weasel dabei? Falle liegt. Und da ist er. Oh, der passt auf. Der Dwight ist nicht ganz so kacke scheinbar. So, wir rennen mal hinterher. Da wird schon wieder geholfen. Triff deine Wahl. Ist das asozial. Du darfst raus. Oh, du bist tot. Ja, das ist schon sehr assi, ne? Gefällt mir, Kappa. Ab an den Haken. Erste Person ist RIP. Und wir haben wieder jemanden am Dingens aufgehangen. So muss es sein. Da hinten rennt jemand. Wer war denn das gerade? Hab's nicht genau gesehen. Der Jen ist zurückgesetzt. Sehr schön. Ja, hier werde ich Pop Goes the Weasel jetzt nicht raufballern. Da hinten hat jemand fertig gemacht. Also, zwei Generatoren nur noch. Glaube aber, dass wir hier noch den einen oder anderen bekommen werden. Wie gesagt, wir spielen sowieso mit denen. Ne? Wir haben ein ziemlich starkes Add-on-Setup dabei. Wir hätten die schon töten können an der einen Stelle. Wir haben ja den Dwight gesehen. Aber wir waren halt nett. Weiß auch noch nicht genau, warum ich nett war. Weil ich Punkte haben will. Ihr habt ja recht. So. Was ist mit dem, Jen? Oh ja. Also Dwight ist hier wieder. Diesmal kriege ich ihn aber... Was? Ich werde es nie verstehen, warum ich andauernd... Ja, jetzt habe ich Pop Goes the Weasel gewastet. Ärgerlich. Warum ich es nie schaffe... dass die Leute getroffen werden. Und ich werde immer durch Paletten geschlagen. Es ist einfach eine Frechheit. So, wir legen hier nochmal eine zweite hin. So, ach guck mal hier, die Nia. Die ist doch auch tot beim nächsten Mal. War das nicht so? Schaffe ich's noch? Jo, den haben wir. So, hier lege ich nochmal eine neue hin. Ach guck mal, da hinten... Hallo, Dwight. So schnell sieht man sich wieder, ne? So, hier lege ich eine Falle hin, diesmal. Ach, der ist da lang. Wieso hat die Falle hier denn nicht ausgelöst? So. Er läuft. Legen wir hier noch meine hin. Hallo. Yes, ja, sowas meine ich. Ja, sowas passiert mir andauernd. Ich komme schon wieder rüber. Ja, ganz hinten ist jetzt jemand. Okay, Falle ausgelöst. Du kommst aber in den Keller, Dwight. Ach ja, im Keller können wir wieder dieses böse, gemeine Spiel spielen. Ich meine, ich bin ja immerhin so nett und tunnel die dann auch nicht weg oder so, ne? Also mit dem Setup, das Setup ist einfach schon böse. So, wir legen hier nochmal wieder eine hin. Und jetzt müssen wir nach da ganz hinten. Ah. Oder wir setzen den hier zurück. Obwohl hinten natürlich auch noch jemand ist, ne? Legen wir hier nochmal das Ding hin. Die Nia kann ja gerne helfen gehen. Habe ich kein Problem mit. Ah, Dwight hat sich leider sterben lassen. Hat aufgegeben. Ach komm, ich spiele extra schon so nett, Leute. Was ist da los? Hm? Das war nicht die, die ausgelöst hat.
Das war die hier. Hallo! Sie rennt mir rein. Komm! Ah, verdammt. Wo bin ich denn jetzt? WTF, wie bin ich denn hier gelandet? Never habe ich dieses Ding angeguckt. Schon belastend, manchmal. Ah, guck mal, irgendjemand hat sogar die Falle dort ausgelöst. Leg nochmal hier eine neue. Ich wollte zu dieser Falle teleportieren. Und das Spiel teleportiert mich da zum Arsch der Welt, ey. Mann, Mann, Mann. Bist du hier? Nein. Ah, jetzt habe ich sie verloren. Schade. Tja, wer ist jetzt hier lang gerannt? Ist zumindest nicht im Keller gelandet. Und da hinten ist schon wieder jemand. Das hätte ich ja mitbekommen. Oh, warte mal. Ey, ich hätte einfach stehen bleiben können. Sie wäre da reingerannt. Naja, gut. Kann nicht alles haben. Wir haben sie erwischt, von daher passt das. Sie war, glaube ich, erst... War sie einmal am... Ne, sie ist, glaube ich, tot, oder? Ne, die andere Nia war tot, ne? Ich hänge sie mal hier oben hin, weil der eine so schnell aufgegeben hat. Dann können die nochmal helfen. Ich lege hier auch keine Falle hin. Ach, die ist da ganz hinten. Barbecue verrät's. Okay, hat sich nicht versteckt. Tja. Ach, sie hat aufgegeben auch. Och, Leute. Ich meine, ja, okay, ist schon eine Assi-Kombi. Aber ich habe doch eigentlich sogar nett gespielt, oder, Leute? Die macht halt einfach 0% Mindgames. Ich renne einfach straight hinterher. Ich habe gelernt, Leute. Im Gegensatz zum letzten Mal. Hätte gedacht, sie versucht wenigstens durchs Fenster zu kommen, durch Hardem nehmen. So, wenn du nicht wiggelst, suchen wir die Luke. Nein? Okay, sie sagt nein. Schade. Aber wusste sie ja nicht. Oh, sie hat aufgehört. Sie hat aufgehört. Hm, sie hat meinen PC gehackt. Dann suchen wir die Luke. Ich bin nett, ja. Wie gesagt, die Leute haben aufgegeben. Das ist dann irgendwie so. Die Runde lief dann irgendwie eh doof, so für die, finde ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ein sehr starkes Setup dabei gehabt. Dann hauen zwei Leute auch noch ab. Ja, soll sie halt einfach die Luke nehmen und dann ist Ruhe im Puff. Dann hat die eine wenigstens ein paar Punkte bekommen. Und ja, ich war mal wieder nett, Leute. Ich habe meine Daily fertig gemacht. Ich habe meine Gewalt ist unverzichtbar Quest fertig gemacht. Was will man mehr? GG, well played, spare ich mir mal, weil, weiß auch nicht, ne? Ja, Hexe ist schon stark mit manchen Addons. Ich glaube, ist auch ein bisschen unterschätzt teilweise. Sie hatte natürlich auch eine Taschenlampe dabei, die eine, ne? Und, danke für die Blumen. Ja, ihr seid immer wieder gern, ja? Ach, der eine hat sich sogar schon umbenannt. Jetzt weiß ich gar nicht genau, welcher das gewesen ist. Vielleicht er hier, weil er hat ja die Dingens dabei. Ach ja, war eine schön schnelle Runde auf jeden Fall. Am Anfang mit der Nia im Keller direkt haben wir natürlich eine gute Eröffnung gehabt. Dann sind alle Leute um uns rumgerannt. Und da hätten wir es, glaube ich, nach ein paar Minuten halt schon dicht machen können. Also ich weiß nicht. Das Setup ist halt schon relativ heftig. Die beiden hier sind schon ziemlich böse. Klar, mit einer Taschenlampe kannst du was dagegen machen, ne? Aber ansonsten hast du kaum eine Chance. Du musst halt eigentlich immer schleichen in der Nähe des Hakens, weil du weißt nie, was abgeht. Deswegen, ja, ich hoffe, dass sie trotzdem ein bisschen Spaß hatten. Ich mache mir immer zu viele Gedanken, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin der einzige Typ, der Dead by Daylight spielt, der sich dann so Gedanken macht, ob die anderen auch Spaß hatten. Und nicht sich einfach denkt, ach geil, ich habe die alle abgeschlachtet. Naja, Leute, so, ich bin raus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier, Bubba freut sich auch. Danke an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an den Soziopathen. Danke an Tossi. Und wenn ihr Bock habt, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein!